Hallo Leute, willkommen zurück zum neuen Video von mir. Heute geht es um das Papakiki Spin-Off. Ja, zu Papakiki ist ein Spin-Off angekündigt, wie einige von euch vielleicht auch schon wissen. Und zwar hat der Super Dash Bunko das auf Twitter gepostet. Jetzt werden sich einige fragen, Super Dash Bunko, was haben die mit Papakiki zu tun? Und Papakiki lief unter Dash Bunko. Nur, die gibt es nicht mehr, beziehungsweise die gibt es schon noch, die sind jetzt einfach nur Super Dash Bunko, hat jetzt halt eine. Das D sieht jetzt halt anders aus, also sie haben ein anderes Logo und an sich ist alles gleich geblieben. Und die haben auf ihrem Twitter-Account gepostet, vor ein paar Monaten, wobei das erst ein paar Wochen her, das war irgendwann im Januar, Tomohiro Matsu und Nakajima Yuka tun sich wieder zusammen und das Papakiki-Spin-Off geht im Frühjahr in den Verkauf. Das heißt also, das wird uns schon recht bald erwartet. Als ich die Nachricht gelesen habe, war aus dem Häuschen, Papakiki, großartig, kommt was Neues, ein Spin-Off, freut mich sehr. Heute in dem Video möchte ich mit euch darüber diskutieren, Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche, was habt ihr? Natürlich zähle ich meine auf, ihr dürft in den Kommentaren schreiben, was eure Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche sind und schon mal so ein bisschen einfach rumspekulieren, bringt ja immer Spaß. Ja, was kann es durchaus sein? Meine größte Vermutung ist, es ist die Fortsetzung. Also es spielt nach Band 18. Ich denke mal, ich rechne nicht unbedingt damit, dass es ein Charakter-Spin-Off ist. Oder wenn es ein Charakter-Spin-Off ist, dann wird es vermutlich in den 18 Bänden spielen. Denn alles andere wird so oder so dann auf Yuta und Co. wieder eingehen, weil die haben ja alle noch was miteinander zu tun. Also ein Reika-Spin-Off, klar kann es sein. Trotz allem denke ich mit sehr viel Fokus auf Yuta und Co. Denn Reika und ist eine Lehrerin. Und ist die Klassenlehrerin von Hina in der Grundschule. Von daher wird sie immerhin noch weiter mit der Familie Segawa zu tun haben. Miki, da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie ein Spin-Off bekommt. Die war ja auch in der Novel recht schnell abgefertigt. Aber man weiß nie, auch das kann natürlich passieren. Da könnte man theoretisch sogar noch zeigen, was nach Band 18 passiert, ohne groß auf Yuta und Co. einzugehen. Weil ich glaube, sie wird nicht mehr so viel Kontakt mit denen haben. Sakko und Nimura wären auch möglich, aber auch die haben ja noch Kontakt mit Yuta. Von daher rechne ich eher damit, dass es eine Fortsetzung wird. Okay, natürlich kann es auch irgendwas sein, was in diesen 18 Bänden spielt. Dass man da vielleicht irgendwie noch eine Side-Story einbringt, vielleicht noch irgendwelche unerzählten Geschichten. Aber selbst dann, denke ich mal, wird der Fokus so ein großer auf Yuta und den drei Mädchen liegen. Außer man macht eine Vorgeschichte. Sowas gab es ja schon mal in Art als Manga, nämlich das Sora-Spin-Off. Um das kümmern wir uns ein anderes Mal. Auf jeden Fall, da kann ich schon mal so ein bisschen antworten. Das war ein bisschen Vorgeschichte. Vielleicht macht man so eine Art Vorgeschichte, wie die, ja, zur Zeit, als die Eltern noch lebten, wie die da so zusammengelebt haben, was Yuta so gemacht hat und so zu der Zeit wieder allein gewohnt hat. Und vielleicht erfährt man noch ein bisschen mehr, wie er auf Shingo zu sprechen war. Vielleicht auch, wie Shingo auf Yuta zu sprechen war, wäre interessant. Und wie auch hier Yutas Schwester da alles gemacht hat, wäre jedenfalls sehr, sehr interessant zu wissen. Wäre auch eine Möglichkeit. Wobei, das glaube ich, ehrlich gesagt, mit am wenigsten, also eine Vorgeschichte, glaube ich ja nicht. Ich tendiere wirklich stark auf eine Fortsetzung, dass wir erfahren, was nach Band 18 geht, passiert. Man weiß auch noch nicht, wie lang das Spin-Off wird. Es kann ein Band lang sein, es kann aber auch eine neue, richtige Reihe sein. Oder vielleicht nur 5 Bände. Okay, wäre auch eine neue Reihe. Auf jeden Fall kann ein Band lang sein, es kann aber mehrere Bände lang werden. Da bin ich schon mal gespannt. Ich denke mal, allzu oft wird da auch ein Band nicht erscheinen, denn Tomohiro Matsu arbeitet gerade schon an 2 Light Novels. Das wäre Athena Illusion mit 4 Bänden und hier Elsa von der geheimnisvollen Insel mit einem Band aktuell. Beide Light Novels, denke ich mal, werden noch ein bisschen laufen. Also Elsa sowieso, das hat ja gerade erst angefangen, hat eine Illusion, denke ich mal auch. Kann mir nicht vorstellen, dass das mit Band 5 oder Band 6 zu Ende ist. Wobei wir nicht seine erste Novel, die wenig Bände hat, und Tomo ist dann gänzlich auch nur 6 Bände. Aber irgendwie glaube ich das bei Athena Illusion nicht wirklich. Von daher hat Tomohiro Matsu also ordentlich was zu schreiben. Aber wieso nicht? Ich bin gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das neue Papakiki Spin-Off wieder eine Reihe wird. Also ich hoffe wirklich mehr als nur ein Band. Er muss ja nicht wieder 18 Bände haben, aber so 5-6 Stück wären schon schön. Oder ja, auf jeden Fall mehr als ein Band würde ich mich schon noch mehr drüber freuen. So, was könnte passieren, wenn es eine Fortsetzung ist?
Jutta und Sora sind verheiratet. Das, diese Mann und Frau, Rudi Dämmer wird vielleicht ein bisschen auf deren Beziehung eingehen. Vielleicht wird es auch ein paar Probleme geben, könnte ich mir vorstellen. Emmen haben die ja vorher nur so zusammen gewohnt, als, ja, als dass er ihr Erziehungsberechtigter war und jetzt ist er plötzlich mit ihr verheiratet. Vielleicht gibt es ein paar Probleme, vielleicht stellt sich Sora die Beziehung ein bisschen anders vor. Das könnte theoretisch sein. Was auch sein könnte, ist, dass es damit beginnt, dass Sora schwanger ist und dass die Vorbereitungen dafür getroffen werden für das kommende Kind. Hina und Miu leben ja auch noch bei denen. Die leben ja alle noch zusammen in dem Haus. Miu und Hina würden dann Tanten werden. Sascha wird sicherlich auch noch vorkommen. Die wird sicherlich wieder noch... Ob Sascha so gut ist, Erziehungstipps zu geben oder irgendwelche Tipps fürs Baby, wage ich allerdings zu bezweifeln. Ja, gut, weil sie hat an sich so nie ein Kind aufgezogen. Auf jeden Fall, ich denke, trotz allem wird sie irgendwelche Tipps geben. Und das, da ist das passiert, dass halt Sora schwanger ist und dass zum Beispiel bei einigen ganzen Vorbereitungen sind, bis das Kind dann kommt. Wie gesagt, Hina und Miu werden sich auch freuen. Vielleicht fühlen sich aber beide, auch bei Hina könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich vielleicht so ein bisschen einsam fühlt, weil der Fokus jetzt nicht nur auf ihr liegt, sondern halt auf das kommende Kind, auf Sora natürlich auch. Und bei Miu habe ich eher nicht das Gefühl, Miu ist allgemein immer recht beliebt. Miu hat auch noch ihre Mutter, von der sie da verwöhnt und verhätschelt wird. Und von daher hat Miu ja noch zumindest ihre Mutter, wie gesagt. Und Miu ist auch nicht so der Charakter, der sich einsam fühlt. Weil Miu sorgt schon dafür, wie man auf sich aufmerksam macht. Aber Hina könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen darum geht, dass sie sich so ein bisschen einsam fühlt und vielleicht das auch mal ein bisschen Streit oder so damit ihrem Onkel gibt, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bei Miu könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht so ein bisschen erfährt, vielleicht, dass sie ihren ersten Freund oder so bekommt. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, muss ich sagen. Sie wäre ja dann auch theoretisch in dem Alter. Und dass Jutta das vielleicht so immer noch als Erziehungsberechtigter auch nicht so toll findet, dass sie dann irgendwie einen Freund hat, wäre auf jeden Fall recht witzig, können wir ein paar interessante Situationen machen. Dann denke ich mal, werden wir auch noch auf Sora eingehen. Ja, wie gesagt, sagen wir mal, sie wird Mutter. Wie sie dann denkt, dann könnte man vielleicht noch ein bisschen ein paar Erinnerungen erzählen, was sie so noch von ihrer Mutter weiß, weil die ist ja gestorben, wie man weiß. Und soweit ich weiß, wurde nie wirklich viel auf sie eingegangen, könnte man theoretisch in dem Spin-Off noch machen. Wäre auch interessant. Sora könnte sie fragen, ich meine, sie ist erst 18, vielleicht dann 19 oder auch 20, je nachdem, wo das ansetzt, ob sie das überhaupt schafft und so weiter. Jutta, der natürlich wieder alle Hände voll zu tun hat, sich um Miu kümmern muss, dann natürlich um seine Frau, Sora und natürlich auch um das kommende Kind. Dann wird auf der Arbeit noch irgendwas. Da kann ich mir vorstellen, dass wir neue Charaktere kennenlernen, nämlich Jutas Arbeitskollegen. Wäre sehr interessant, denn wir wissen, dass Jutta am Ende der Novel arbeiten geht. Da könnten wir theoretisch einen neuen Charakter haben, nämlich Jutas Arbeitskollegen. Würde ich als sehr interessant befinden, wenn die dann vorkommen und vielleicht, ja, wenn man mit ein oder zwei, mit denen er sich gut versteht oder wenn man ein bisschen was von seiner Arbeit sieht, dann können wir auf jeden Fall auch vielleicht ein paar interessante Situationen vorstellen. Ja, wie gesagt, Sascha wird sowieso da ab und an mitmischen. Das ist Mius Mutter, die wird da rein und ausgehen, wie es ihr gefällt. Vielleicht gibt es auch ein neues Haustier. Jube ist zwar seit Band 14 tot, aber das heißt ja nicht, dass sie sich vielleicht nicht ein neues Haus holen. Vielleicht einen neuen Hund oder eine Katze oder einen Vogel oder Fische, wobei ich da tatsächlich mehr auf Katze oder Hund tendiere. Wäre auf jeden Fall möglich, dann geht es um den Wert auch noch. Vielleicht kommt er auch gerade im Band dazu. Wäre auch interessant. Und ja, also wird es viele Möglichkeiten geben. Ich denke mal, Sako und Nimura werden auch auftauchen. Nimura wird, denke ich mal, immer so die helfende Hand sein. Sako wird weiter hier sein Theater auch durchführen, wie wir ihn kennen halt. Ja, Reika, die wird auch vorkommen. Die ist immerhin Hinas Klassenlehrerin. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, ja, vielleicht erfährt man noch ein bisschen was mit Hina in der Schule so. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Hina zum Beispiel in der Schule etwas abrutscht, weil sich halt vielleicht einsam oder so fühlt, wie ich vorhin schon ansprach. Das wäre recht interessant und dann muss Reika halt wieder mit
mal mit Jutta reden und da könnte man sicherlich ein paar interessante Situationen machen. Und wie gesagt, ob wir Miki noch mal sehen, bezweifle ich. Wobei, ich meine, sie war ja auf der Hochzeit war sie auch eingeladen da und könnte mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht auch noch mal einen Auftritt hat. Soras Schulkameraden, ich denke mal, diese, ihre eine Freundin wird durchaus vorkommen, vielleicht auch ein bisschen mit dem Kind helfen. Wie gesagt, da bezieht sich jetzt alles nur auf die Sache, sollte Sora schwanger sein. Ist es nix, sicher ist es nichts über die Spin-off raus. Und ist es, ja, wie gesagt, ist es alle nur Vermutungen und was sein könnte. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, eine von vielen Möglichkeiten ist, dass Sora schwanger ist. Nur nicht, dass das hier jemand falsch versteht. Vielleicht könnt ihr ja auch noch wegen dem Kind mithelfen. Dann hätten wir Daiki, da könnt ihr mir vielleicht noch so ein paar Eifersüchteleien mit Yuta vorstellen, wobei ich glaube, das sollte mittlerweile wohl alles geklärt sein. Daiki ist vielleicht mal ein bisschen erwachsener geworden, der muss sich ja auch selbst um seine Geschwister kümmern, da wird ja mal erwähnt, dann irgendwie 2 oder 3, um die er sich zu Hause kümmern muss, weil die Eltern glaube ich viel arbeiten und das können wir machen. Der wird sicherlich auch nochmal vorkommen, der wird vermutlich Sora auch helfen. Und jetzt fiel mir gerade eben noch ein Charakter ein. Genau, Shiori, die Nachbarin, die wird sowieso helfen. Ich denke mal, deren Mutter, die kennt sich ja so mit Kindern aus. Ich glaube, die war ja auch mal Kindergärtnerin. Die wird sicherlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vielleicht hat Shiori dann auch endlich mal schwarze Haare, wie sie die eigentlich haben sollte. Denn da ist zum Hyuma zu damals ein Fehler passiert in Band 2. Shiori sollte schwarze Haare haben, keine pinken, aber dann hat er das, weil er zu der gerade von irgendwie so einem Spiel gefesselt war, mit einem Wohncharakter pinke Haare hat, hat er geschrieben, Shiori hat pinke Haare und darauf hat er wohl auf die Mütze bekommen vom hier Redakteur der Spunkro, weil ja, bei Papakiki haben die soweit noch alle normale Haarfarben, aber okay, gut, vielleicht hat Shiori dann schwarze Haare. Die ist ja dann auch ein bisschen älter, könnte ich mir gut vorstellen, dass die dann vielleicht so Uni oder so geht, oder das letzte Jahr der Oberstufe. Ich denke, so mal eher Anfang Uni. Könnte ich sie mir gut vorstellen. Und ja, vielleicht geht es auch noch darum, dass Jutta einen Führerschein machen will. Was dann natürlich vielleicht recht praktisch wäre, wenn dann noch jemand mit dem Haus lebt, heißt ja auch mehr Einkäufe. Oder hier seine Frau dann zum Krankenhaus fahren. Dass man dann nicht immer ein Taxi rufen muss. Oder so könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch ist. Der Mädchen da kommt und kommt alle zusammen. Das wird also entweder, da kann, ja, denke ich mal, könnte man auf jeden Fall mehr als ein Band draus machen. Ja, wieder sind da noch gar keine Infos raus. Und dann könnte es natürlich weitergehen, wenn das Kind dann da ist. Dann könnte man zum Beispiel noch mehr ein bisschen auf ihn eingehen, die sich wieder noch mehr vernachlässigt da dann fühlt, weil das Kind da ist. Miu, die sich halt da freut, Tante zu sein und vielleicht da. Ja, dann gehen wir noch etwas auf sie mit ihrem ersten Freund ein und so weiter. Dann geht halt das normale Familienleben weiter. Später können dann natürlich noch weitere Probleme kommen. Wie halt viel mit Zweisamkeit ist dann auch nicht mehr, wenn so ein Kind da ist. Das könnte vielleicht zu Problemen kommen zwischen Yuta und Sora. Also ihr merkt schon, das könnte man wunderbar ausbauen. Da könnte man nochmal 18 Bände mitfüllen und ihr merkt schon, ihr könnt darüber stundenlang weiter diskutieren, aber dann wird das Video irgendwann zu lang. Und ja, ich überlege gerade noch, ob mir noch irgendwas Wichtiges einfällt. Wie gesagt, ein Haustier wäre eine Möglichkeit. Vielleicht, wobei ich rechne eher nicht damit, dass es einen Umzug gibt. Ich glaube, die werden immer weiterhin im Haus bleiben. Also, da fällt mir ein, ich habe noch einen Charakter vergessen, nämlich Tante Yoshiko und Onkel Nobuhiko oder Nobuhiro, die werden natürlich auch da sein, die werden vermutlich immer Vorwürfe machen, ja, aber Sora, du bist doch noch zu jung für ein Kind und so weiter und so fort. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da noch wirklich Probleme gibt, dass sie beide nicht so dafür sind, damit die erstmal wieder überzeugen muss. Ein paar Streitereien könnte ich mir da vorstellen, vielleicht auch das Sascha da mitmischt und sagt, hey, ihr zwei, das geht so nicht, das Sora muss selbst entscheiden, was sie macht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil Sascha ist ja selbst sehr früh Mutter geworden. Das wäre sehr, sehr interessant. Da kann ich mir richtig gut vorstellen, wie es so zu Familienstreitigkeiten kommt. Dann, was ich mir noch wünschen würde, weitere Mitglieder der Familie Segawa. In der Novel wird erwähnt, Yuta 2 Cousins. Das wäre auch mal was, wenn die dann vorkommen oder noch irgendwie jemand anderes.
Oder vielleicht mal die Großeltern oder so. Was ist mit denen? Der wurde nie eingegangen, leider. Oder andere, wie gesagt, ich vielleicht noch von anderen Teilen von Familie Segawa. Oder noch andere Teile von Familie Takanashi, die dann plötzlich auftauchen. Und oder vielleicht noch welche hier von Saschas Familie. Wobei, damit rechne ich nicht. Ich rechne eher mit entweder noch weiterem Auftauchen von Familie Segawa oder Familie Takanashi, die dann auch noch mit reinstürzen. Wie gesagt, das wäre sehr interessant. Wie gesagt, die zwei Cousins, Streitigkeiten, wie gesagt, können wir sehr gut vorstellen. Wobei ich mir vor allem vorstellen könnte, dass Onkel Nobuhiro sich am meisten dagegen stellt, auch wenn vielleicht hier dann Yoshiko einsieht, ja, okay, gut, lassen wir Sora mal machen. Der hat oft genug gezeigt, dass sie erwachsen sein kann. Da könnte ich mir trotzdem immer noch vorstellen, dass Onkel Nobuhiro da die so gegen stellt. Auf jeden Fall, die beiden könnte ich mir als so eine Art Antagonisten mindestens für einen Band vorstellen, die dagegen sind, dass Sora ein Kind bekommt. Und da könnte ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, wie gesagt, richtig klasse wäre, wenn neue Verwandte auftauchen, wie die Cousins, oder vielleicht auch noch eine Cousine, oder da könnte man noch sehr viel machen. Mehr machen werden, noch mehr Leute aus der Familie Takanashi. Vielleicht hat Onkel Nobuhiro auch irgendwelche Kinder, die dann plötzlich auftauchen. Also da könnte man ein richtig geniales Familienepos weiter draus stricken, wenn man sich das mal so überlegt. Ergeben sich da ganz viele neue Möglichkeiten. Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Das haben wir abgegrast, das haben wir. Ich glaube, dann haben wir leider auch schon alles. Fällt mir sonst noch irgendwas ein, was. Ja, natürlich möchte ich auch eure Wünsche, Erwartungen, Vermutungen wissen. Was haltet ihr von meinen, wenn das so kommen sollte? Würdet ihr euch das auch so wünschen oder würdet ihr euch mehr, ja, was anderes wünschen? Wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass es einfach ganz normal das Beziehungsleben der zwei zeigt, also das Zusammenleben der vier. Hina und Miu sind ja auch noch da, dass man die Schwangerschaft zum Beispiel weglässt und dass Hina auch keine Probleme gibt. Miu's ersten Freund könnte ich mir trotzdem noch sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Aber auch das ist nicht hundertprozentig sicher, dass da was kommt. Wie gesagt, es ist ja noch keinerlei Infos draußen. Es ist ja noch nicht mal eine Zeitspanne draußen, wo das spielen könnte. Es kann dann, wie gesagt, immer nur eine Vorgeschichte sein, es kann irgendwo dazwischen spielen, kann aber, wie gesagt, auch danach spielen. Könnt ihr auch mal schreiben, was denkt ihr, wäre am wahrscheinlichsten. Zumindest habe ich ein paar meiner Theorien und Wünsche aufgezählt. Wie gesagt, so wie ich es erzählt habe, könnte ich es mir richtig gut vorstellen. Natürlich, das würde dann noch eine längere Reihe werden. Vor allem, wenn das Kind dann da ist, dass es dann auch, wie ich schon sagte, weitere Probleme gibt mit. Ja, oder das Kind schreit in der Nacht und der Mann bekommt kaum Schlaf. Und dann sagt Jutta so zu Sora: Ja, kümmere dich doch mal ums Kind. Ich muss hier morgen früh da, früh raus und arbeiten. Wie gesagt, Hina, die sich vernachlässigt und so fühlt, das könnte man theoretisch alles einbauen. Auch immer noch mit genug Comedy-Inhalten, sodass es nicht. Ja, wobei eins, ja, wäre es, glaube ich, immer noch nicht. Da wären halt so ein paar typische Probleme, die man recht schnell in so allerlei Level lösen könnte. Von daher aber allgemein, wenn man das Ganze so betrachtet, könnte es schon durchaus ein richtig super Spin-off werden. Aber ich bin mal gespannt, wirklich, was am Ende bei rauskommt. Die Info kann man wohl aber schon als recht sicher annehmen, weil wurde von Super der Sprung gepostet und ich glaube nicht, dass sie ihre Fans und Leser anlügen, indem sie sagen, hier kommt Spin-off und dann kommt keins. Ich bin wahnsinnig gespannt aufs erste Bild, aufs Cover. Sobald man es auf Amazon Japan vorbestellen kann, werde ich es vorbestellen. Ich würde mich ja auch sehr, sehr eine Special Edition wünschen, vielleicht mit Drama-CD oder natürlich ganz grandios mit OVA. Würde ich richtig feiern, wenn dann eine OVA beiliegt. Oder sollte das vielleicht eine richtige Reihe werden und die hat wieder Erfolg, dass man dann sagt, okay, davon machen wir ein Anime oder wieder eine kleine OVA-Reihe, also wieder nochmal eine Serie oder halt, was in dem Fall wahrscheinlich ist, wieder noch eine kleine OVA-Reihe, dass man vielleicht bei ein paar Bänden wieder eine OVA dabei hat, würde mich jedenfalls unglaublich freuen. Egal was es wird, ob das jetzt das wird, was ich aufgezählt habe oder ob es was vollkommen anderes wird, würde mich trotzdem jedenfalls unglaublich freuen. Und ich würde sagen, wir beenden damit hier den Papa Kiki Talk. Ich denke, wir werden irgendwann wieder über Papa Kiki reden. Nein, ich denke nicht. Ich kann mir versichern, wir werden irgendwann hier wieder über Papa Kiki reden.
ist einfach eine großartige Reihe, großartige Novel, Manga, Anime. Und da werde ich sicherlich mit euch noch ein paar Theorien, philosophieren, wie es weitergehen könnte, was man da hätte besser machen können und so weiter und so fort. Könnt ihr euch sicherlich noch auf einiges freuen. Und ja, ich würde dann mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.